Ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier in unserem Forschungszentrum zur neuen Arbeitswelt und möchte Sie ein bisschen durch die Dinge führen, die wir hier tagtäglich praktizieren. Ja, auf der einen Seite haben wir unser Orga-TV-Studio. Das ist ein Forschungsprojekt, wo wir seit 15 Jahren Filme fürs Internet machen, die wir aber auch in der Lehre einsetzen. Ein sehr erfolgreiches Projekt, wo wir tatsächlich viel bewegt haben, auch tolle Filme schon gemacht haben. Gegenstück dazu, Human Capital Reporting, da geht es um Geschäftsberichte. Klingt auf den ersten Blick relativ langweilig, aber die Idee, dass man aus Geschäftsberichten ablesen kann, wie Unternehmen sich tatsächlich verhalten, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, wie sie auch New Work definieren, das ist schon eine ganz spannende Sache. Dort haben wir mit dem HCR 10 einen Standard entwickelt, an den sich Unternehmen schon ein bisschen halten, der jetzt auch in die ISO-Norm transportiert wird. Ja, das Thema können wir kurz auslassen, das nennt sich IT der Zukunft. Das ist aber im Wesentlichen unser Rechenzentrum, das sind die Server, das sind die ganzen Versuchssysteme, wo wir versuchen, Internetrealisationen hinzukriegen. Nächste Etappe ist unser Studio fürs Design Thinking. Hier arbeiten wir mit Experimenten, wie man gleich auch sehen wird. Hier werden wir weiterhin und auch für die nächste Zeit sind einige Projekte geplant, Arbeitswelten simulieren und werden versuchen nachzudenken, wie jenseits von dem, was als Mainstream überall verkauft wird, die Personalarbeit realisiert werden kann. Tja, die nächste Etappe ist etwas Altertümliches. Wir haben richtige Bibliotheken mit richtigen Büchern, die auch richtig aufgeschlagen werden, die man auch lesen kann. Das nennt sich analog, hat nichts mit digital zu tun, wird aber wieder ganz groß kommen. Und wir schreiben ja, wie man nachher auch sehen werden, auch hier ja ein paar Bücher gegenwärtig. Gut, die nächsten zwei Etappen sind zwei Forschungszentren. Das eine beschäftigt sich mit unter anderem Fluchtraum Europa. Hier geht es um die Frage, wie unter anderem Flüchtlinge, die aus Afrika nach Europa kommen, Europa erleben, wie sie versuchen, sich Europa vorzustellen, welche Bilder sie davon haben und welche Handlung sich aus diesen Bildern ableitet. Das ist im Wesentlichen hier. Im anderen Zimmer ist internationales Personalmanagement. Dazu gehört auch das Thema Feel-Good-Management. Ja, nächstes Zimmer. Jetzt kommen wir in das große Zimmer Generation Z. Hier wird die Generation Z erforscht, wie sie tickt, warum sie uns alle verändert und warum wir versuchen müssen, mit ihr umzugehen. Generation Z hat was mit Zeitgeist zu tun. Generation Z ist etwas, was kommen wird, was viele gute Sachen hat, was aber auch ein paar Punkte hat, an die man sich gewöhnen kann und gewöhnen muss. Hier sehen wir übrigens etwas, das ist ein Modell aus dem Jahre, ich glaube, 1995. Und dieses Modell stellt eine virtuelle Organisation dar. Also eine Organisation, die nur über Informationstechnologie verkoppelt ist. Also das ist im Wesentlichen das, was wir heute auch Digitalisierung nennen. Heißt, vieles von dem, was wir da gehabt haben, haben wir schon vor 20 Jahren schon diskutiert. Die nächsten zwei Büros, das eine beschäftigt sich mit dem Büro der Zukunft. Hier wird überlegt, ob wir tatsächlich solche Sachen haben müssen wie Desk-Sharing, Großraumbüros und sonstige Dinge oder ob es Alternativen gibt. Ja, und das letzte Büro beschäftigt sich mit der Studie zum Medienmanagement, zu der Frage, wie Personalzeitschriften die Arbeitswelt und auch die Forschungen und auch die Vorschläge zur Arbeitswelt darstellen. Ja, das wären schon die wichtigsten. Ja, und die allerwichtigsten Räume, wenn wir noch eins weitergehen, sehen wir hier. Das ist auf der einen Seite unser Cybercafé. Und wenn wir noch weitergehen, haben wir unser Sekretariat, wo gerade eifrigst telefoniert wird. Und ja, wenn wir noch eins weiterkommen, kommen wir in meinem Zimmer an. In dem Büro bin ich halt häufiger und grübel über all das, was wir hier machen. Und so gesehen, willkommen hier bei uns im Institut. Recht herzlichen Dank.